Lauter Nieten um dich rum und der Traum vom großen Gewinn. Oder? Getränkemarkt. Alles in der Hand und dieses wissende Lächeln, wenn sie zu dir kommen. Ja? Dieser Spott, diese Schadenfreude und das Duschen. Damals war der doch im Halbfinale. Und hat einen Kasten Bier, bitte. Und immer verstummen sie, wenn sie zu dir kommen. Oder sie sind voller Mitleid. Oh, sie Arme. Und das mit ihrer Frau. Es tut uns ja so leid. Es ist schon so. Uwe ist am Ende. Das Theaterstück Ersatzbank von Albert Ostermayer erzählt die Geschichte eines Mannes, der mit dem Scheitern seines Lebenstraums und dem Hohn der Gesellschaft nicht mehr umgehen kann. Den würdest du gerne ran lassen, ne? Schön die Millionen schieben. Ja. Ich dagegen wollte ihn nur etwas kneifen. Jetzt pass dich. Ich will dir das doch nur realistisch schildern. So plastisch eben. Oder wie heißt das? Haftisch. Oh, das kennst du gar nicht, das Wort, oder? Eben, deshalb muss ich es dir zeigen. So stand er vor mir, der gegnerische Stürmer. Ja, da blickt es in deinen Augen, hm? Klar, dass du davon träumst, dass die reinstürmen, ne? Klar. Und er, mein Stürmer, immer wie ein Boxer. Links getäuscht, rechts getäuscht. An der Ecke, da hatte der Hummel im Hintern. Den ganzen Hauptbahnhof im Hintern hatte der. So ist er herumgesprungen. Links, rechts. Hab ich? Nicht vom Fleck. Die absolute Ruhe. Dann, warte. Ich zeige es dir in Zeitlupe. Ja, dürft ihr gerne sehen. Also schön den Ellbogen ausgefahren. Ellbogen ausgefahren und am Unterarm gekratzt. Ja, schön das Böschen hoch. Du bekommst ja Gänsehaut. Mach dich das an. Haltung! Du brauchst Haltung, nicht so krumm. Stell dich mal gerade hin. Also, so stand ich hinter ihm und immer schön ins Ohr geflüstert. Bist du schwul? Mach dich das an, wenn ich mich so in dein Becken drücke? Ist das gut so? Dann zwischen die Eier gefasst. Ein kurzer Griff und er geht zu Boden. Aber Pech. Auch keiner gesehen. Kein Fernsehbeweis oder so. Videokameraüberwachung, hallo? Gab es damals noch nicht. Da konntest du alles machen, wenn du dich nicht zu sehr angestellt hast. Das waren Zeiten, sag ich dir. Ich habe nie auf der Bank gesessen. Die rechte Seite, da wo das Herz schlägt, da war mein Raum, mein Lebensraum. Da kannte ich jede Gasnahme bis zu meiner Verletzung. Aber es war ich schon.